Siebtes Kapitel. Neuankömmling. 2 Tage später. Ich wippte meine Beine hin und her, knetete meine Hände und versuchte, mich zu beruhigen. Plötzlich vernahm ich den Schlüssel, der unser Schloss von der Haustüre aufzuschließen schien. Aufgeregt sprang ich von der Couch und strich mit zitternden Fingern meine Leggings glatt. Mit angespitzten Ohren lugte ich um die Ecke in das Vorzimmer. M stand dort mit dem Rücken zu mir und beugte sich über etwas, oder besser gesagt über jemanden. Philo, der ab jetzt mein Stiefbruder werden sollte. Ich hielt die Luft an. Leise murmelten M und Philo und immer noch nicht sah ich meinen zukünftigen Bruder. Nach wenigen Sekunden, in denen ich so verharrte, drehte sich M um und trat zu mir ins Wohnzimmer. Mit schnell klopfendem Herzen beäugte ich nun auch Philo, der hinter ihr herging. Meine Ziehmutter hatte mir gesagt, dass er ziemlich genau ein halbes Jahr älter als ich war und deshalb ein Jahr über mir zur Schule ging. Er hatte schulterlanges, schwarzes Haar, ein markantes Gesicht und einen schlanken, sportlichen Körper. Er steckte in einem gelben, kurzen T-Shirt und einer lockeren Dreiviertelhose. Ganz so, als wäre er in irgendeinem Land, in dem es 35 Grad im Schatten hatte und nicht wie bei uns in England nur 18. Philos dunkelbraune, große Augen schweiften ebenfalls über mich und blieben schließlich in meinen grünen hängen. Ein selbstbewusstes Grinsen bildete sich auf seinen Lippen und er baute sich, obwohl er sicher schon ohnehin 15 Zentimeter größer als ich war, vor mir auf. Ich wusste nicht, was ich von seiner selbstsicheren Art halten sollte und begnügte mich deshalb damit, mich ebenfalls größer zu machen und selbstbewusst meine porzellanartigen Arme vor meiner Brust zu verschränken. Als Philo das sah, wurde sein Grinsen noch breiter und etwas begann in seinen Augen zu glitzern. Unsere Ziehmutter räusperte sich und stellte uns dann überflüssigerweise einander vor. Das Elektro ist Philo Okori. Philo, das ist Elektro, Sommer. Jetzt Waynes. Leicht zuckte ich zusammen, als ich den Namen Sommer hörte, denn es klang, trotz all den Jahren, immer noch falsch. Dieser Nachname wurde mir nun gegeben, damit ich ihn benutzen sollte, um den Leuten, die mich danach fragten, Auskunft über meinen wahren Familiennamen geben zu können. Denn dass ich adoptiert war, war im Gegensatz dazu, wer meine Eltern waren, kein Geheimnis. Dumbledore hatte den Namen Summer extra ausgesucht, da er relativ häufig vorkommt und somit, falls irgendwer nach meinen angeblichen Eltern suchen wollte, es schwer haben sollte. Setzt euch doch bitte einmal. M nahm auf dem Tisch Platz, auf dem schon die Pizza fein säuberlich aufgetischt war, und deutete uns zu setzen. Wir kamen ihrer Aufforderung nach und nahmen nebeneinander und M gegenüber Platz. Still schnappten wir uns alle die gewünschten Pizzastücke und schütteten Wasser in unsere Gläser. Immer wieder betrachtete ich dabei Philo, denn auch wenn ich es nicht zugeben wollte, ich war neugierig. Mich behagte der Gedanke, einen fremden Jungen nun als meinen Bruder ansehen zu müssen, einfach nicht. Schon die Anfangszeit mit M war schwer gewesen. Doch damals war ich erst 4 Jahre alt gewesen und als kleines Kind konnte man sich schnell, in meinem Fall zwar nicht wirklich, an Neues gewöhnen. Doch jetzt war ich schon 9 Jahre alt und sicher nicht mehr so anpassungsfähig. Im letzten Jahr war das Verhältnis zwischen der Ordensmitgliedern und mir deutlich besser geworden und wir hatten sogar angefangen, uns manchmal richtig zu unterhalten, am Wochenende Ausflüge zu machen. Immer alles sehr steif. Aber immerhin, und doch, hatte ich jetzt die Angst, dass das zunichte gemacht werden könnte. Klar, nie war ich die perfekte Tochter gewesen, hatte M teilweise echt gemein behandelt und meine Wut an ihr ausgelassen. Doch immerhin hatte ich sie nicht mehr als dreckiges Halbblut beschimpft, was für mich schon eine große Leistung war. Doch wenn jetzt ein neues Familienmitglied dazukommen würde, würde unsere Beziehung bestimmt wieder belastet werden und vielleicht erneut auseinanderbrechen. Philo, magst du eigentlich irgendein Essen nicht? M riss mich aus meinen Gedanken und musterte jetzt Philo, der seinen Kopf gehoben hatte.
Seine braunen Augen durchbohrten Ems für ein paar Sekunden und erst als diese sich räusperte, zuckte er kurz zusammen und schüttelte dann gleich seinen Kopf. Philos Verhalten wunderte mich ein wenig, doch irgendwie konnte ich es auch verstehen, dass er so zurückhaltend und angespannt war. Denn so war ich auch in meinen ersten paar Tagen hier gewesen. Der Junge widmete sich wieder seinem Essen, während wir Frauen ihn noch kurz musterten und unsere Aufmerksamkeit dann doch wieder auf unsere Pizzen lenkten. Als auch der letzte Bissen Pizza den Weg in unsere Münder gefunden hatte, schwenkte M ihren Buchenholzzauberstab und ließ somit den Tisch abräumen. Mein Blick wanderte unterdessen zu unserem Neuankömmling, der mit glasigen Augen unserer Ziehmutter beim Zaubern zugesehen hatte. Kurz stockte mein Atem, als mir die Möglichkeit in den Sinn kam, dass Philo vielleicht ein Muggel war. Vielleicht auch ein Squib, denn die Magie schien seine Gefühle ja ziemlich durcheinander zu wirbeln. Doch ich konnte nicht wirklich deuten, ob sein Blick jetzt Faszination, Angst oder Trauer widerspiegelte. Nachdem M fertig war, drehte sie sich schwungvoll mit einem riesigen Lächeln wieder zu uns und auch wir Kinder lösten uns erneut von unserem Starren. Ob jetzt wie Philo auf M und ihre Magie oder ich auf den Neuling. Die Haare unserer Ziehmutter glänzten richtig im Schein der Sonne und ihr dunkelblaues, elegantes Kleid ließ sie richtig adrett aussehen. M hatte sich für heute extra hübsch gemacht, das ganze Haus vom Keller bis zum Dachboden durchgeschrubbt und hatte auch mich heute früh, bevor sie zum Zaubereiministerium gefahren war, gezwungen, mich frisch zu machen und etwas Hübsches anzuziehen. Als mir ihr sonderbares Verhalten gerade erst so richtig bewusst wurde, begann in mir die Eifersucht aufzubrodeln. Warum hatte sich unsere Ziehmutter auch bei Philo so eine große Mühe gemacht, aber als ich zu ihr gekommen war, nicht? Damals hatte sie nicht einmal besonders viel aufgeräumt gehabt, hatte nichts Besonderes gekocht gehabt und normales Gewand angehabt. Klar, damals war es eben ziemlich spontan gewesen, dass ich zu ihr kommen würde, doch ein bisschen Mühe hätte sich die Hexe doch schon geben können. Mit zusammengebissenen Zähnen versuchte ich meine Eifersucht und Wut zu zügeln, doch hatte nur mäßigen Erfolg. Mein Gesicht wurde röter als normal war, mein Atem schneller und die Hände, die ich zur Faust geballt hatte, wurden schwitzig. Wenigstens hatte ich keinen Ausbruch und konnte sogar auf Ems Aufforderung hin, Philo das Haus zu zeigen, antworten. Okay, komm mit. Mein Stiefbruder folgte mir wieder mit diesem selbstbewussten Lächeln, das er in Sekundenschnelle aufgesetzt hatte. Schnell verdrängte ich den Ernst der Situation und verhielt mich automatisch wie, als würde ich irgendeiner Person, die keine große weitere Bedeutung mehr für mich haben werden würde, unser Haus zeigen. Was machst du so in deiner Freizeit, Alakto? Als er meinen Namen falsch aussprach, musste ich mir dann doch tatsächlich ein Kichern verkneifen. Ich heiße eigentlich Elektro. Oh, sorry, knirschte Philo und folgte mir in Ems Arbeitszimmer. In meiner Freizeit lese ich, studiere Pflanzen, zeichne ich und übe mit meinem Zauberstab. Zauberstab? Jep. Zauberstab. Der ist einfach nur zum Üben gedacht, kein richtiger. Du bist 9, oder? Er folgte mir die Stufen hinauf in Ems Badezimmer. Ja, bin ich. Und du bist 10, stimmt's? Ja, genau. Bekomme ich eigentlich ein eigenes Zimmer? Ja, naja, es ist kein richtiges Zimmer, denn momentan ist es noch das Gästezimmer. Doch du kannst es dein eigen nennen. Philo blickte mich mit einem undefinierbaren Blick an, bis ich mich davon losriss und schnell Ems Zimmer betrat. Die abendliche Sonne schien durch das große Fenster in den hell eingerichteten Raum und warf Schatten auf den roten Teppich vor dem Doppelbett. Philo schaute sich begeistert um und beäugte schließlich die Bildchen auf der Kommode. Bei einem Bild, bei dem ich mit ungefähr 6 Jahren vor einem Laden in der Winkelgasse für Antiquitäten stand und eine kleine Schlangenschatulle in der Hand hielt, blieb sein Blick hängen. Als er nach einer halben Minute immer noch angespannt darauf schaute, runzelte ich irritiert die Stirn und fragte dann langsam: Können wir weiter?
Philo hob seinen Blick, musterte mich kurz, setzte wieder sein komisches Grinsen auf und ging dann hinter mir aus dem Zimmer. Irgendwie wurde mir sein Verhalten jetzt doch zu bunt und kam mir ganz und gar nicht mehr normal vor. Was hatte er bloß? Warum fand er mich anscheinend so interessant? Ein paar Mal hatte er mich jetzt schon gedankenverloren angestarrt und auch das Bild gerade eben hat er eindeutig zu lange gemustert. Es war komisch. Doch vielleicht waren es wirklich nur die ganzen neuen Eindrücke. Stumm öffnete ich meine Zimmertüre und deutete ihm, mir zu folgen. Mein Bett mit der schwarz-silbernen Bettdecke hatte meine Ziehmutter heute ebenfalls besonders sorgfältig aufgebettet und war ungefähr 10-mal mit dem Zauberstab über den Holzboden, die Schränke, meinen Schreibtisch und den weißen Teppich gefahren, um sie reinzuzaubern. Meine ganzen Zeichnungen hatte ich ebenfalls an der Wand gerade rücken müssen. Doch meine Bilder von Schlangen, Totenköpfen, dunklen Wäldern und gruseligen Häusern hatte ich nicht wie aufgetragen abgehängt, sondern extra an Stellen gehängt, an denen man sie niemals übersehen konnte. Anscheinend hatte ich gute Arbeit geleistet, denn Philo schritt nun zu meinem neuesten Bild, einem schwarz angezogenen Mann mit böse funkelnden Augen. Er beäugte es mit hochgezogener Augenbraue. Mir war klar, dass er sich jetzt, was weiß ich, alles Komisches dachte und ich hatte recht. Warum keine Blumen? Warum das hier? Genau vor dieser Frage grauste es mir. Diese Frage war einfach unbeantwortbar. Meine Gedanken begannen zum gefühlten 100. Mal an diesem Tag verrückt durcheinander zu wirbeln. Ich wusste doch selbst nicht genau, warum ich so war. Aber wer wusste das denn schon? Außerdem konnte ich jetzt schlecht sagen, hey, weißt du, ich finde das Böse einfach richtig toll. Schließlich entschied ich mich einfach mit den Schultern zu zucken und Philo aus meinem Zimmer zu schieben. Schnell schloss ich meine Zimmertüre hinter uns und eilte zur schräg gegenüberliegenden Türe, die uns in das Gästezimmer, jetzt Philo Zimmer, führte. Der Raum war wie das ganze andere Haus mit weißen, cremefarbenen und hellbraunen Möbeln bestückt, hatte ein großes Fenster und ein Bett am Rand. Die Zimmerwände waren kahl und generell sah das Zimmer, oh Wunder, unbewohnt aus. Mein Blick wanderte zu Philo, der hinter mir eingetreten war und jetzt in der Mitte des Raumes mit großen Augen sein zukünftiges Zimmer bewunderte. Seine Augen begannen zu strahlen und in seinem Gesicht lag Unglauben. In diesem Moment verstand ich sein Verhalten nicht. Denn ich fand es selbstverständlich, so ein nicht einmal besonders großes eigenes Zimmer zu besitzen. Doch ich blieb still. Zumindest das hatte ich in den letzten Jahren bei M gelernt. Ich lass dich da mal allein. M wird dir sicher deine Sachen nach oben bringen. Mit diesen Worten drehte ich mich um und ließ einen sprachlosen Philo, der mich vermutlich gar nicht gehört hatte, zurück. Bis zum Abendessen blieb ich in meinem Zimmer und las einen Jugendroman, während Philo zuerst ebenfalls in seinem Zimmer war und dann mit M ein paar Dinge unter vier Augen besprach. Beim Abendessen erzählte unsere Ziehmutter einfach irgendetwas Unwichtiges von ihrer Arbeit als Auroren und Ordensmitglied, wobei sie davon nie gesprochen hatte, weshalb ich vermutete, dass der Orden aufgelöst worden war. Gestern haben wir endlich das sogenannte Verbrecherpaar Rote Socken überwältigt, die Muggel immer mit Socken beworfen haben. Gähnend lehnte ich mich zurück und betrachtete wieder einmal meinen Stiefbruder. Woher er wohl kommt? Und was hat er wohl schon alles durchgemacht? Warum hat ihn M außerdem bei uns aufgenommen? Hatten ihn seine Eltern schlecht behandelt? Überlegte ich. Philo hörte unserer Ziehmutter im Gegensatz zu mir wirklich zu und warf sogar manchmal etwas ein. Den ganzen Abend leuchteten seine Augen und er trug ein Dauergrinsen im Gesicht. Er war schon jetzt das bessere Kind von uns beiden.